Jetzt setzen Sie sich erst mal zu uns, Miss Nimrod. Er war gegen eine verdammte Eiche gelehnt. Mit Pfeilen gespickt. Wie der heilige Sebastian. Mausetot. Haben Sie Daddy gesehen? Ja, das Leben kann schon grausam sein. Monika und ich hatten uns richtig gefreut auf dieses Wochenende mit dem Bogenschützenfest. Schon die Einladung zu unseren Freunden, den Contractors, denen das alte, von Sir Nimrod erworbene Herrenhaus gehört und bei denen man bekannt gut isst und trinkt. Und auf das Fest selbst natürlich. Und dann? Dann wird zum ersten Mal seit 10 Jahren wirklich etwas erlegt beim Bogenschießen. Nur nicht eines der vielen Karnickel der Gegend, sondern ausgerechnet ein gewisser Brian Wimslow. Wahrlich kein Heiliger, sondern ein Finanzbeamter. Genauer gesagt, ein Steuerprüfer. Was hatte der Mann aber auch im Wald zu suchen? Na, was sagst du? Danke. Ach, noch zu früh, was zu sagen. Doch nicht zur Leiche, zu meiner Aufmachung. Ja, Perry, du bist der Schönste. Oh, schon ein Touch Errol Flynn, ne? Der Hut mit Feder ist übrigens ein Muss für alle vom Festkomitee. Hier. Danke. Ich dachte, um da reinzukommen, muss man mindestens in der 7. Generation ansässig sein. Mitnichten, meine Teuerste. Nicht, wenn man Peregrine Contractor heißt und ihnen einen Scheck über 10.000 Eier für die Renovierung des Kirchturms unter die Weste jubelt. Schon peinlich, das Ganze. Ist ja einer von euch sozusagen. Mit Namen Wimslow, kennst du ihn? Steuerprüfer haben nichts mit der Zollbehörde zu tun. Och, ihr steckt doch alle unter einer Decke. Nein, was mir als erstes dazu einfiel, war, dass er sich für morgen bei mir angesagt hatte. Meine Bücher prüfen. Die Chance hat er jetzt verpasst. Das ist nicht komisch, Perry. Jemand ist ums Leben gekommen. Entschuldige. Dass er absichtlich mit Pfeilen gespickt wurde, lässt sich jedenfalls nicht behaupten. Die Bogenschützen konnten ja kaum wissen, dass er im Wald herumzigeunert. Dass sie ihn nicht sehen konnten, heißt ja nicht, dass sie es nicht gewusst haben. Ach, ist das nicht alles grässlich? Hier. Danke, Liebling. Und was jetzt? Das Fest muss weitergehen. Ich bin vorhin dem Polizisten begegnet. Dem vom Dorf? Gott, nein. Einem Angereisten. Ganz süßes Kerlchen. Hab ihm von dir erzählt, Simon. Was? Er kommt nachher rüber und kippt ein Glas mit uns. Er will dich unbedingt sprechen. Er scheint dich irgendwoher zu kennen. Mich? Wie heißt er denn? Guy. Mit Vornamen, mit Nachnamen? Keine Ahnung. Ein, nennen Sie mich Guy, Guy. Mal sehen, was er von mir will. Ich meine, ich habe ja nichts zu verheimlichen, nicht wahr, Schatz? Oh, oh Gott.